Okay. Ich wollte nur zickig, doch sie ist verliebt in mich. Ich wollte nur zickig, doch sie ist verliebt in mich. Ich wollte nur zickig, doch sie ist verliebt in mich. Sie lässt mich nicht mehr gehen, weil der Zickig so gut ist. Auf einmal hat sie angefangen für mich zu kochen und so, dass ich wieder zurückkomme und so. Ich wollte nur zickig, doch sie ist verliebt in mich. Ich wollte nur zickig, doch sie ist verliebt in mich. Ich wollte eigentlich wieder weiter, jetzt will sie auf einmal Kinder wie ein Ghost weiter. Ich werde immer breiter. Ja. Ja, warte, ich brauche Beat dafür, mein Junge. Ich brauche Beat, Junge. In der Früh einmal holen, dass ich sowas mache, Junge. Beruflich mache ich momentan TikTok. In meiner Situation kannst du mit TikTok sogar sehr gut leben. Ich zahle ja auch keine Miete und so. Privatversichert. Das passt schon, Bruder. Ich verdiene auch gut, nicht so wie die anderen. Ich mache ein paar Stunden Match, bin direkt in die Rangliste, nicht so wie die anderen. Wie Nabil sagte. Ja. Auf wie viel hat dich eingeladen zu sein? Wo war es sein Konzert denn? Stimmt es mit Tizbeke und Haftbefehl oder ist das ein Gerücht, dass Haftbefehl mit ihm nichts mehr zu tun haben will, wo ich das Video gepostet habe? Stimmt das oder ist das ein Gerücht? Ich hab mich in Jamur verliebt. Eigentlich wollte ich nur sickig, doch sie ist mich in mich verliebt und ich in sie. Jamur, wann lässt du mich in deinen wunderschönen Tunnel rein? Ich wollte nur sickig, danach habe ich mich verliebt. Jamur, wann lässt du mich auch in deinen wunderschönen Tunnel rein? Ja, Amor, Papas Nasa Sürstum, ja, Amor, geht nur Istanbul auf die Zickig-Partys. Während ich hier alleine rumliege ohne Freunde, ohne Freunde. Eigentlich wollte ich nur zickig, doch sie ist in mich verliebt. Ja, Amor, dann machen wir zickig, zickig. Sikisch. Nimm gleich auf, wer Tit, meinst du? Als ich dich damals sah mit deinem roten Kleid, hast du ein bisschen nach Boch gerochen, aber trotzdem bist du meine Hartz-IV-Prinzessin. Ich will mit dir Kinder, nur mit dir. Doch wie soll das gehen, wenn du mit anderen Leuten sickig machst, außer mir? Obwohl ich dein Freund bin, obwohl ich dein Freund bin, gibst du mir immer noch nicht das alles
ist nur wegen dir entstanden, weil du bei Istanbul zickig Partys gemacht hast. Aber warum gibst du mir nicht dein Armstück? Yeah. Ja, amor, in Gelsenkirchen, Schelle, mi amor. Du bist die einzige wahre Prinzessin unter meine 100.000 Snapchat. Bruder, Gizi kann nicht auspacken, der hat nichts zum Auspacken. Labert nur Bullshit. Ich will nur Feen wieder. Aha, ja, ja, ja. Herzlich willkommen. Erst einmal ruhig machen, dann machen wir Action. Aber jetzt um die Uhrzeit nur noch so ein chilligen. Tanken, teuer. Dann gehen wir noch raus und so. Teuer, heizen, vergiss es. Wie kann man eigentlich überhaupt noch sparen? Mit einem Wechsel der Kfz-Versicherung. Zu uns. Wenn Sie also richtig Geld sparen wollen, Hub Coburg. Aus Tradition günstig. Immer liken diesen Stream. Stelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt. Dreimal tippen Handwerk am Rennen und dreimal tippen Handwerk am Rennen. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Ja, Amor! Nachbar! Holt mir Amor, ihr Nachbar! Die Tasche ist groß. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Hi. Habe ich euch gestört? Nein. Ja, wir wollten gerade allein sein, Bruder. Spaß. Also, geh raus. Was? Ich? Ja, ja. Ich soll raus. Geh vernünftig raus, komm, Junge. Na, Bruder, wenn einer rausgehen soll, dann du. Du denkst auch, dass du tätowiert bist und ein bisschen angeblich breit bist, dass du der Beste bist. Sag, meine sehen wenigstens geil aus. Schau mal, geh raus, du möchtest gerne Anabolika. Geh raus, wo schauen deine geht geil aus. Sag mal, ich schwöre, sag doch mal. Schau dir einen Schulung hat das gemacht. Geh raus, Junge. Ein Kind hingekriegt. Geh raus, Junge. Hat eine Schulungarbeit gemacht. Hast kein Geld für Tattoos? Gib ich dir. Nein, hier, Bruder. Ich schau auf meine Mutter sogar nur diese Armkosten. Was ist das? Schau dir ein Spider-Man-Ding aus. Was ist das? Bessere Tattoos. Walla, ich schwör, was ist das, ja? Du warst eh schon lästig, aber diese Tattoos haben dich noch mehr entstellt, Damen und Herren. Du, keine Spaß, Kultur. Hast deine Eltern nicht beigebracht, dass andere Leute auch reden dürfen? Hä? Wie Engelmann, Bruder, wir sind doch befreundet. Ja, ein bisschen Spaß zum Anfang muss doch sein. Morgen, was machst du in der Früh? Bruder, ich bin seit 8 Stunden live, Bruder. Wegen Geld, hä? Nein, Bruder, ja, wegen meiner Community, die sehen mich gerne nicht und halten okay, mich. Okay, warte, wie viele Zuschauer hast du? Jetzt gerade nur noch 89, Bruder. Das nennst du Community? Bruder, ich bin. Bruder, wir haben 7 Uhr morgens, 6 Uhr. Bruder, ich. Ich hab 1000. Ich hatte eben noch 4500 Zuschauer. Was? Ich hab 1000. Das sind echte Fans. Das nennst du Community mit 99? Ich hab 1000 um die Uhrzeit.
Like, Bruder, du hast nur Hartz IV Fans, Community haben noch, die keinen Job haben, kein nichts okay, haben. Okay, warte, dur. Hartz IV, komm, Mädchen. Mach Gerüstung. Komm, Mädchen, jetzt. Komm. Ja, Bruder, ey, Bruder, warte mal, Bruder. Nein, Bruder, lass uns eine Uhrzeit ausmachen. Nein, jetzt, du hast gesagt, jetzt, genau jetzt, Bruder, wo sogar mein Top-Supporter gerade leer ist, Bruder. Ey, es vertraust nur einer. Komm jetzt, Match. Du hast gesagt, hast du gekommen, komm jetzt, Match. Bruder. Komm, egal was. Bruder, komm jetzt, lass uns eine Uhrzeit ausmachen. Egal, wann du bist, komm jetzt. Bruder, lass uns eine Uhrzeit ausmachen. Wallah, billah, ich schreibe, dann ist dann okay. Aber jetzt, Bruder, du kannst jetzt heute, nicht sagen, heute, morgens, 3 Uhr. 3 Uhr. Ich hab dir geholt. 3 Uhr. 3 Uhr, du meinst halt 15 Uhr, gell? Ja. Tamam. Okay, alle. Tamam. Was für Uhrzeit, weil er irgendwie ihn holen will, weil er keinen Dachschach hat, alleine zu kommen. Na, Bruder, ich schwöre. Seine Jarach Jalamak von Top Sport, bitte komm, bitte, ich mach alles hinter der Kulissen, sporte mich. Bruder, wöhle ich denn? Die haben keine Ehre und so, diese möchtigen TikToker. Komm doch jetzt wie ein Mann, du hast doch gesagt, meine Kommentare hat zu ihr. Komm doch jetzt wie ein Mann. Komm doch jetzt, Wallah, warte mal, du hast doch gesagt, deine hat zu ihr Community. Ja, Bruder, du gehst doch auf meine Leute drauf, haben wir doch, ist doch klar, dass ich mich auch verteidigen muss. Komm aber doch jetzt. Du gehst auch meine Community, ist doch klar, Mann. Bruder, weißt du, warum ich gelacht habe? Weil du nennst Community mit 40, du hast keine Community. Wann checkt ihr, dass ihr keine Stars seid? Dass ey, ich habe niemals behauptet, dass ich ein Star hier. Bin, Bruder. Ihr könnt auch kein Star sein, ich bin Bruder. Der Vater. Was ist das Community? Kommt ihr mit euren Fans an? Was sind 40? Das ist keine Fangemeinde. Das sind 40 Leute, die langweilig sind, die kurz anschauen. Das sind keine, ich hab keine Fans. Ich hab Fans. Ja, hast du, Bruder, ich geb dir ehrlich zu, Bruder, du hast doch morgens deine krass vielen Zuschauer, Bruder. Aber erstens machst du das schon. Das sind echte Fans. 3 Jahren, Bruder, du machst es schon seitdem du TikTok was? Hast, Bruder, vergleichst du nicht mit mir, Bruder. Was für 3 Jahre, ist Bruder, warte mal, ich mach TikTok erst ein Jahr, da war ich im Knast. Alle TikToker waren langweilig, ich hab TikTok gemacht, was TikTok heute ist. Ich bin nochmal Instagram und Snapchat, ich wollte nie TikToker sein. Ich hab wegen Bilal Gold TikTok gemacht. Und das sind echte Fans, die wo seit Instagram, seit DSD, seit 5 Jahren gibt es mich. Nicht so wie diese Möchtegänse, die vor kurzem mit Zuschauerzahlen hoch sind und dann wieder nach 2 Monaten vergessen sind. Ich bin wirklich ein wahrer Künstler, der wo nie vergessen wird. Bist doch, Bruder, du bist doch der Vater Sido von TikTok, gesagt, wie du gerade selber sagst. Tamam, ein Platin-Rapper Sido sagt, du hast die Leute berühmt gemacht, du bist eigentlich der Ding. Ich bin der Vater, ich habe das TikTok-App gemacht. Ich weiß, sagst sei mir nicht böse, das heißt meine Kinder. Bruder. Meine Kinder seid ihr. Meine Kinder seid ihr. Wie geht's, Baby? Gut, wie geht's dir ins Gesicht? Wann hast du mal Lust, dass wir uns mal treffen? Ich hab zwar Freundin, aber ist doch egal, wenn du mal flennst. Letztens wollten wir auch Match machen, du bist nicht mehr gekommen. Du hast ich komm schon, aber ehrlich, wie gesagt, wenn du mal fremd gehen willst oder so, oder dann bin ich... Was? Wenn du mal Kino gehen willst oder so... Ah. Warum denn? Ah. Wieso? Überlegst du gut. Ah. Okay, Kiwi, ich brauch dich auch nicht. Und du komm jetzt wie ein Mann, spiel. Lass Erdem in Ruhe. Erdem, gel, Adam, gib mir eine Wach. Gel, schüre, Gott, wir werden kämpfen, Adam, gib mir eine. Wir kennen uns, gel. Bruder. Wach, gel, Adam, gib, du hast gesagt, Hartz IV, komm jetzt, spiel, wir eine Runde. Ich will nur sagen, dass ich keine Hartz IV kommen werde. Wach, komm, eine Runde. Hast du nicht, komm mal, Bruder, hast du nicht, du brauchst mir nichts zu beweisen. Ja, lass schon her. Machst du? Erdem, eine Runde. Bruder, danke. Ich hab grad doch niemanden, ja. Erdem, danke, Shampoo, danke. Shampoo, warte kurz. Bruder, ich hab doch grad niemanden, ja. Shampoo P, mein Bruder, warte kurz. Hm. Komm jetzt wie ein Mann. Eine Runde. Elf, geh kurz raus, mein Junge. Hä? Bruder. Ich hab dir nochmal gefragt. Elf, geh kurz raus, mein Junge, du kommst dann gleich. Mach, Bruder. Ja, Sven, ja, komm. Schau, du, weg, wow. Bruder, bist du der Coden, Alter? Bruder, du hast diesen Sven drin. Acelia, mein Bruder. Was? Hast du diesen Sven drin? Na, geht ja, Bruder, was für diesen Kana, Sven, Mann. Ich kenn dich, Bruder. Leute, komm. Bruder, mach, wallah, Erdem, ich schwöre dir, wenn du diesen Sven, den Sven, was ich meine, was komplett TikTok darüber redet, nein, Leute, ich komm, schwöre Mann. Dir, du zerlegst mich jetzt. Göki, Bruder, lütfen, Bruder. Bruder, der hat Anzeige. Aber der gönnt jeden, Leute, Sven. Jeder der geht auf uns rüber. Hat er diesen Sven drin, nein. Leute? Diesen Sven, was ich meine? Leute,
Göki Erdem, Bruder, Erdem, ich brauche dich Erdem, Erdem. Acelya sana lazım. Anlat Bruder. Welches Fan hast du drin? Erdem. Ja, Bruder. Welches Fan hast du drin? Welchen meinst du? Es gibt einen Sven, ich schwöre, wenn er bei dir jetzt drin ist, der wurde geschrieben hat, du kriegst einen goldenen Uni. Nein, Bruder. Sana yemin ederim sikecek. Ich schwöre, wenn dieser Sven ist. Pass am Schluss auf, Leute, alle zusammen. Leute, bitte, ich brauche euch alle jetzt, Leute. Ich brauche aber Sven euch gehört jeden, zusammen. Der geht vielleicht zu mir auch rüber. Leute, ich aber brauche euch alle zusammen. Erdem. Was, Bruder? Wenn du diesen Sven, Leute, schreib mal mir, ich schwöre, dieser Sven ist bei dir drin. Du wirst mich jetzt zerlegen. Bruder. Sana yemin ediyorum bak, o Sven ist Erdem, du bekommst golden Uni jetzt. Bruder, ich weiß nicht mehr, wer das ist ja, wallah billah. Ich hab keine Ahnung. Erdem, ich schwöre dir, die hat eine Meteor 15 Universum geschickt hintereinander. Der gönnt jedem. Und der mag mich, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht, muss er nicht mögen. Trotzdem sei ihm gegönnt. Wenn er dir, bei dir jetzt dieser Sven drin ist, ich schwöre, du zerlegst mich jetzt brutal. Bruder, guck mal, Bruder, ich schaff jetzt noch mal die Rosen-Challenge bestimmt, Bruder. Morup, am Schluss snappt er dir. Leute, kommt, ey. Leute, ich brauche euch alle jetzt, Leute. Alle sieben Rosen. Ja. Leute, kommt. Walla, ich brauche euch. Wenn aber es heißt, sieben Rosen, Nani. Leute, kommt. Ich küsse eure Herzen, Leute. Gül. Noch zwei. Ja, das ist der, okay. Leute, Erdem, euch. Erdem. Ja, Bruder. Ich schwöre, Sven ist bei dir drin. Leute, alles zählt doppelt, Leute. Alles zählt doppelt. Komm, ich brauche euch alle zusammen, Leute. Walla, ich brauche euch jetzt. Der ist da. Ja, Bruder, ja. Wir sind am Arsch, wallah, wir sind am Arsch. Ja, aber Bruder, ja. Korrekt, Bruder, dabei, ja. Das heißt, der Bruder. Ja, Bruder, ich kenne schon diese Filme. Leute, alles ist doch. Hey, ich hab was, Erdem. Erdem, wir können es ja. Du weißt, mach annimmst du, yemin edersem, yalan söylemem. Tamam. Wenn es dieses Sven ist, auf meine Mutter sogar, dann habe ich keine Chance. Tamam. Leute, kommt, noch 18 Sekunden, Leute. Kommt, Leute, lasst uns zeigen. Ich küsse eure Herzen, Leute. Zeigen wir, dass wir noch um 7 Uhr morgens noch stark sind. Acelya, und wir haben auch natürlich hier Leute drin. Leute, kommt. Letzte 5 Sekunden. Acelya, seine Kapan öppim gül. Jeder einzelne. Hey, Leute, was ist los? Wir hat uns Comedy. Wir wollen doch nicht verlieren gegen so einen. Der hat uns Hartz IV Comedy genannt. Deswegen so viele Zuschauer. Der nennt uns Hartz IV. Ich mach das für euch. Leute, kommt noch 1 Minute 50, Wallah, ich folge euch schon mal. Zanetta, ich bin dir gefolgt, meine Liebe. Oh, Onur! Leute, kommt. Oh, Shampoo ist drin, du hast keine Chance. Shampoo, heb einen Löwen auf, mein Junge. Shampoo ist drin. Aber wer war das ja? Unterstrich Shampoo, Peter, hast du. Shampoo, Bruder. Du kannst auch deinen Sven holen. Pucci ist drin, Shampoo, passt am Schluss auf. Wenn der Sven bei ihm ist drin ist, der kriegt Universum. Wenn Sven wirklich bei ihm ist, drin ist, kriegt er jetzt ein Universum. Bruder, hör auf mit diesen Filmen, ja. Dieser Sven hier, hieß einer, Bruder, der ist Level 5 oder so. Lele, meine. Leute, ich brauche mich jetzt, bitte. Was ist Level 5? Bruder, das billigste Level, was ist das für ein Level, ja, wallah. Leute, ich brauche mich jetzt, wallah. Warum du sagen Hartz IV Community, hä? Warum so groß reden du? Bruder, du hast doch angefangen zu schießen. Ist doch klar, dass ich mich dann auch verteidige und meine Leute beschütze, oder? Du hast gesagt, Hartz IV Community. Ja, aber Bruder. Ich hab nicht deine Bruder, Leute beleidigt, ich hab nur deine Zuschauer. 45 Sekunden, Leute, kommt. Shampoo ist drin, du keine Chance. Geh mein Bruder. Boah, der redet so groß, irgendwas ist hier. Lele! Leute, kommt. Komm, Lele, meine Liebe. Wir sind Unterwelt, natürlich. Wir sind die Besten, oder? Vier Finger Mexiko. Fitna Mexiko gegen Nummer 1. Lele, danke, dass du schon geschaltet hast. Leute, noch letzte 10 Sekunden, Leute, kommt. Letzte 10 Sekunden, Nani, kommt. Naja, das gefällt mir, dieser Ding. Mucha, danke, Baby. Nein, Nani, danke, nein. Danke an alle, wallah, ihr seid die Besten. Egal, Bruder, guck mal. Tamam, Bruder. Bruder. A
Adam böyle sikerler. Was denkst tamam, du? Tamam Bruder, er sende sanki, als ob die mit 50.000 Punkten gewonnen hättest. Ja, Bruder, du hast mit 3.000 Punkten. Bruder, ich komm jetzt. Walla, du hast Leute leid getan. Jetzt gewinne ich dich mit 20 Punkten. Mit Abstand. Wenn nicht, du bist der Gewinner, okay? Ich muss mit 20.000 Punkten gewinnen. Du musst normal. Wenn ich nicht mit 20.000 Punkten Abstand bin, du gewinnst. Walla, hade. Walla, komm. Ich schwöre dir, du hast die Leute leid getan um die Uhrzeit. Komm, Walla. Kommt, Leute, ich komm. Ich muss mit 20.000. Kommt, aber danach, Leute, danach wirst du dich entschuldigen und sagen, Engler, bis Community ist nicht Hartz IV, sondern das sind die Besten, wirklich, tamam, die am TikTok tamam in der Macht. Tamam. Tamam, Bruder. Leute, kommt. Gereidig. Schaffen wir schon, Engelami. Leute, kommt. Bruder, was machst du eigentlich so früh, ja? Trainieren. Stabil. Um diese Uhrzeit. Muss, Bruder, laufen. Ich war schon. Der Vogel fängt den Wurm, ne? Was sind das für allmanische Sprüche? Der Vogel, wenn du für sickeren Vogel in der Wurm machen, machen aber. Leute, wir müssen mit 20.000 Abstand gewinnen. Sonst verlieren wir, weil er groß geredet hat, Hartz IV Community, weil er die Zuschauerzahlen nicht gegönnt hat. Dreimal tippen Hand. Bruder, wenn nicht, wenn du 20.000 Abstand gewinnst, Bruder. Walla, dann Respekt, Bruder. Dann sage ich gar nichts mehr. Walla, wenn ich jetzt gewinne, du entschuldigst. Ja, Walla, Billa, du normal, Bruder. Ein Mann, ein Wort, Bruder, schalt mein Wort. Nani, danke schön. Leute, kommt, alle zusammen. Wo ist Champ, wo ist ein Ehrenmann hier drin, wo uns 20.000 Punkte gönnt, damit der wirklich sich entschuldigt. Nein, danke schön, Leute. Bruder, Walla ist nicht meine Uhrzeit. Ja, Gül. Dankeschön. Was hat das mit Uhrzeit zu tun, Junge? Ich bin auch natürlich, früh. Meine Bruder, Fans, ja. Das Bruder, selbst der meine Fans sind auch meine schwachen Uhrzeit gewohnt, Junge. Mal drei also, sogar noch. Leute. Wenn wir dann bei Mal Leute, wenn wir 20.000 Punkte schaffen. Alle. Walla, jetzt könnt ihr wissen. Fünf Rosen. Leute, kommt schon, meine Lieben. Fünf Rosen. Betty, Salatin, danke schon, meine Lieben. Vielen lieben Dank, Walla. Nani, ich folge dir, ja. Walla, du hast jetzt schon... Jetzt 20.000 Punkte brauchen wir. Leute, kommt, alles zieht. Dreifach, Leute. Mal drei, Leute. Alles zieht, mal drei. Adelia, Sinikofanöpim. Jedem Sinn, Adelia. Leute, weiter. Lass die Adelia nicht alleine. Weiter. Weiter, Leute. Emre, da geht mir Emre. Ich bin mir bepatzt, dass ich schraube. Leute. Enver, bester Mann. Leute, weiter. Adelia, Gül. Alles mal drei, Enver, schon habe ich jetzt schon. Alles mal drei. Du bist dich schon gut verrennen. Kessler, Mann, Leute, kommt. Aha. Nein! 20.000 Punkte brauchen wir. 20.000 noch. 5.000 Punkte noch. Nein, Leute. Weil er so groß geredet hat, sagt er deine Punktzahl. Aldin mi Hartz IV Community? Girdi mi? 5.000 Punkte brauchen wir noch. Buce, danke. 5.000 Punkte brauchen wir noch. 4. Mehr nicht, weil ich habe gesagt mit Abstand. Ja, danke an Buce. Buce. Jenem. Und da geht noch Leute, mehr. Du bist reich. Ich weiß. Noah, danke. Enver, danke. Noah, Enver, Wolki, Sonja, Disi. Talo, Hassan, Canan Bektaş, keine Ahnung. Valla, ihr seid die Besten. Ich folge Ihnen zurück, die ersten 10. Noch ein paar Punkte, weil wir haben gesagt, mit 20 können wir nur gewinnen. Oh, Norman, Leute. Wir haben gesagt, mit Abstand. Ey, Leute, bitte, lasst mal Abstand aufbauen, Leute. Lasst mal bitte Abstand aufbauen, Leute. Alle zusammen, lasst mal Abstand aufbauen, Leute. Die dürfen nicht mit 20.000 Abstand gewinnen. Nur ein bisschen mehr Abstand, Leute, Walla. 20.000 hat er gesagt. 20.000 muss Abstand sein. Ja, die paar Punkte schaffen wir noch. 20.000 muss Abstand sein. Noah ist hier, mein Junge. Ohne Bruder, auch mein kleines Egal. Das sind sehr starke Sportler. Aber der hat auch gesagt, mit 20.000 Abstand werde ich dich besiegen, hat er gesagt. Wollen wir sehen, Leute, kommt schon. Paar Punkte noch, Enver Adamsson. Paar Punkte noch. Leute, kommt. Muss ich natürlich 20.000 Abstand, nicht 20.000 Unterschied haben wir gesagt. 20.000 Unterschied haben wir gesagt. Allah, ja. Bruder,
Seninkiler de acayip bana. Gaza geldi şimdi kamına koyayım. Allah sana. Ha aldın mı? Hier. Şu bura hier. Ya abstand bura. Das muss... Hier. 20.000 abstand. Das muss so einen... Das... Allah'ım. Nein Bruder, nein du. Schau Bruder. Bura seninkiler de gaza geldi amına koyayım sabah sabah alle. Was geht ab bei denen alle? Das sind echte Fans, Mann. Nicht so wie weil die. Tamam, Bruder, wenn das so endet, wallah, ich sag, okay, fertig. Hat so geendet hier. Ja, aber warte doch, dass so endet, Bruder. Ich hab noch 5 Sekunden. Okay, vorbei. Sag, England ist der Beste. Ich hab euch. Ich hab euch. Tamam, Bruder, ich geb's zu, Bruder. Wallah, ich geb's zu, Bruder, du hast. Krasse Community, sogar um diese Uhrzeit. Leute, küss England. Walla, Respekt an jeden einzelnen von euch, Walla. Küss. Okay, warte mal, Bruder, was für Küss, Bruder. Ah, ihr beide, Bruder, beni de o kadar da küçük düşürtme. Aber Walla, eins muss sagen, Bruder, Walla, bak, du hast krasse Community, sogar um diese Uhrzeit. Bruder, was sagst du? Das ist 20.000, Bruder, Walla. Heftig, Bruder, überleg mal, ich wurde 20 Mal gesperrt und ich habe die oft in den Stich gelassen. Enttäuscht, die lieben mich immer noch. Du musst mal so denken, Bruder. Du hast also, recht, Bruder. Du kannst nichts sickisch machen gegen einen Engel. Verstehst du? Aman, Bruder, ja. Walla, du hast recht, Bruder. Walla war auch nicht so gemeint, Engelsgesicht, Bruder. Walla, ja. Also, ja Bruder, wir kennen uns so, ja. Ich, du, Bruder, ja, ich folge so. Bruder, war doch nicht so gemeint, Bruder, ja. Ja, gut. Geh einmal auf die Knie und sag, England ist die Beste und das war's. Tamam, okay, Bruder, ich gehe weiter. Deine Community auch krass, Bruder. Sogar um 7 Mons, Bruder. Deine Community steht hinter der Wiener 1, Bruder. Stark. Ja, aber, Bruder, okay. Artık yeter, Bruder. Benim de o kadar küçük. Bis später, ciao. Bitte geht reicht wieder, Amina. Ja, danke, ich liebe euch auch, Wallah. Hat gemeint, der kann mit mir sickisch machen. Spinnt ihr, oder was? Mal schauen, vielleicht kommen noch andere später. Wird noch gematcht. Noch krasser. Buona dimineața. Oma, hai. Tu provocări, cap. Oma, geh alte sein, bitte. Was machst du hier, Oma? Okay. Tu, făină albă. Oma, not you, welche Sprache, Omi? Parli italiana? Italiano, sì. Come stai? Bene, grazie. Bene, grazie. Ma senti, ti menti la... Come? Come si, ya, italiano, Napoli. Ok. Io te voglio dirgli... Che fai la provocare questi match? Sì. Ok, vabbè. Attenzione, Noi giochiamo insieme per la provocare, capisci? Quelli sì. Che ti dico io. Te metti la farina bianca a cazzo. Sì. Va bene? Bene. Ok, grazie. Mettiti a giocare, ah? Dai. Sì. Bir boku anlamadım ki amına koyayım. Keine Ahnung was gemeint hat. Wenn die mich verflucht hat, dann ist scheiße, weil italienische Omas haben so eine Fluchtart, das kann nicht schlecht auf die Auge gehen. Und eigentlich sind wir viel zu lang zusammen, um jetzt damit kurz Italiener, ja. Grazie. Das ist ein verdammt beschissener Grund. Aber mir ist nicht egal, wie gut du mich kennst. Mir ist nicht egal, wie du mich nennst. Und mir ist nicht egal, wo du gerade bist. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, tut mir leid, Pocahontas. Komm mal rein, Hamid. Ich hoffe, komm. Tut mir so leid, Pocahontas. Hamid. Ciao, was geht ab? Jetzt erzähl von dem Kampf, Junge. Die Leute wissen gar nichts mehr, was los.
Was los? In 2 Wochen, genau. Ey, ich hoffe, du trainierst jetzt hart, ne? Hamid, wenn ich verliere, du hast mein Rolex gesehen mit Original, ich verlose mein Rolex. An wen? An Rambo. Boah, das wird hart, Bruder. Wenn du dann Rolex verlierst, das wird hart. Bruder, der Typ ist nur Anabolika voll, ja. Und diese Fitnessgeschichten haben wir Straße oft erlebt. Wie viele Leute wie ihn habe ich in Knastzelle zu meiner Putzfrau gemacht? Stehst du, wo ist der jetzt? Alles vorbei. Vergessen der Künstler. Nach dem kannst du sowieso komplett vergessen, Junge. Verstehst du? Leute, ich sage alle willkommen in Düsseldorf. Ich werde jetzt eine Verlosung dann machen. Karten wird billiger kriegen durch meinen Namen. Hamid, erzähl du mal mehr. Wann läuft die Abendkasse? Wer als erstes kommt? Ich fahre jetzt zu Arafat. Ja. Und bin jetzt in Hamburg noch, fahre jetzt nach Berlin. Ja. Und dann Verlosung, ja, mach mal auch irgendwie ein Gewinnspiel, Bing Bong. Verlost da auch mal was, dass die Leute wirklich dich feiern. Und wie ja, gesagt, ja. Engel darf auf keinen Fall verlieren. Ansonsten muss er seinen Rolex so abgeben, das wollen wir alle nicht. Jungs, denkt dran, Rambo ist auch ein starker Gegner. Ja, der will die Sache, ein starker Gegner. Der will auf jeden Fall gewinnen, der will nicht erste Runde verlieren oder so. Also ich hoffe, ich Abkampf mit Rambo. Ich hoffe, du bereitest dich ein bisschen hart vor. Nee, das ist nicht Spaghetti-Kopf. Ich weiß, ich feiere es mich so oder so, aber auch mal Leuten was zurückgeben ist auch was schön. Nicht wie die anderen TikToker. Ne? Und ja, 18. ist es soweit. Hamid, wann, wo? Genau, erzähl mal. 18.3. in Düsseldorf. Karten gibt es unter www.hamid-limo.de. Das werde ich nochmal posten nach dem Stream. Ja, oder halt. Marello wird es auch posten, Ramo wird es posten. Event-IT überall. Leider hat Berlin nicht was ist jetzt? Da war doch auch irgendwas mit LK und so angeblich abgesagt, oder? Nein, er ist gar nicht abgesagt. Ich war Samstag in Düsseldorf, habe alles mit den LK geklärt. Was haben die gesagt? Gar nichts. Die haben nur gesagt, wir haben bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Also, wir machen auf jeden Fall eine Taschenkontrolle und viele Securities, dass da auf keinen Fall irgendwie. Was kostet Ticket? Das kannst du alles bei Hamid dann sehen. Ich würde es nochmal genau. Posten. Ab 50 Euro geht es los. VIP-Karten mit Essen, Trinken, alles 250. Und dann hat man auch den VIP-Bereich. Ja, Flair kommt, Ali Boumaier kommt. Die werden auf jeden Fall auch ihren Konzert da abgeben. Goldstein kommt. Goldstein und noch viele andere Rapper. Einfach bei Hamid. Die kommen wirklich, Leute. Sonst kann der Hamid einfach nicht so irgendwelche